So, dann fange ich mal zu streamen. Aber bis wir das jetzt auch rausgefunden haben, ist die Nacht vorbei. Ja. Bei mir startet. Ja. Mit Streaming habe ich keine Ahnung vom Streaming. Das ist eigener Fachbereich. Ja, das ist die Option. Das dauert zu, das dauert jetzt zu lang. Und ach ja. Cosplay einstellen oder aktivieren oder nicht aktivieren? Man aktiviert es halt auch mal. Ja, dass du über verschiedene Plattformen rein kannst. Cyclops-Stellen brauchen wir nicht so hoch. Feuer, Zunder, Sprache, Maschinen. In der Krise
hat sich die Menschheit angepasst. Wir wurden Krieger, Entdecker, Baumeister, Träumer, nach vorne flüchtend. Ich höre dich jetzt nicht. Die Welt im Wandel unter Kontrolle. Ich bin alt genug, um zu wissen, wie die Welt früher war. Wir hatten Orte, wo wir hingehörten. Länder, Nachbarn, Familie. Aus einem gescheiterten Staat wurde ein Dutzend. Jetzt sind Millionen Flüchtlinge in alle Richtungen unterwegs, außer nach Hause. Wir nennen uns selbst Nopads, die Non-Patriated, staatenlose Krieger, die ums Überleben kämpfen. Gefangen zwischen den letzten beiden Supermächten im Kampf um Ressourcen, die uns in eine neue Art von Krieg zu ziehen drohen. Wir wollen nach Doha, damit ein amerikanischer Satellit nicht in russische Hände fällt. Die Infos an Bord reichen beiden Seiten aus, um uns zur Hölle zu jagen. Aber das ist nicht unsere erste Krise. Die No-Pads sind daraus entstanden. Wir sind die Krieger. Wir sind die Anpassung. Und dieser Kampf gehört uns. Alle mal herhören. Ich werde das hier nur einmal erklären. Innerhalb der Kampfzone kämpfen zwei Armeen darum, Sektoren zu erobern und zu halten. Es wird so lange gekämpft, bis eine Seite keine Verstärkungen mehr hat und sich zurückziehen muss. Das war's. Also, wie erobert man Sektoren? Ihr holt euch einen Sektor, in dem ihr die Ziele darin sichert. Um ein Ziel zu sichern, müsst ihr alle Gegner ausschalten. Hält eine Seite alle Ziele in einem Sektor, gilt er als erobert. Wenn ihr mehr Sektoren als der Feind haltet, verliert dieser Verstärkungen. Greift also die Ressourcen des anderen Teams auf, um die Schlacht zu gewinnen. Ihr könnt dem Feind zwar zusetzen und seine Verstärkungen zermürben, aber hauptsächlich müsst ihr Sektoren halten, um Spiele zu gewinnen. Alles klar? Also, Augen aufs Ziel, Leute. Bewegt euch! Aufpassen, neue Kontakte. US-Truppen im Einsatzgebiet. Rao, kannst du eine Verbindungsscreen herstellen? Ich versuch's. Sekunde. Hier ist Commander Williams. Mit wem spreche ich? Kimball Graves, Sir. Ich gehöre zu einem Einsatzkommando der No-Pads am Boden. Wir greifen die russischen Bodentruppen an. Sie und Ihre No-Pads sollten sich anschließen, außer Sie wollen ins Kreuzfeuer geraten. Haben wir eine Wahl? Wir sind dabei. Sende Koordinaten. Wir sehen uns auf dem Schlachtfeld. So viel zum Thema Kriegsvermeidung. So, jetzt haben wir mal die Gesamtlautstärke runtergedreht. Um die Hälfte. Die Strategie ist simpel. Erobert eure Ziele, übernehmt die Kontrolle über die Sektoren und werft den Feind zurück. Die Russen wollen kämpfen? Das können sie haben.
Ziel geortet. Es kann losgehen. Wir überwachen eure Fortschritte, No-Pad. Nehmt das Ziel ein und gewährt dem Feind kein Pardon. Findet und erobert die Ziele. Es ist noch nichts verloren. Ihr habt ihn gehört. Gehen wir. Unsere Truppen kontrollieren die meisten Sektoren. Wer stellt hier immer die Hindernisse hin? Attacke! Wir haben hier eine Laterne hingestellt. Warum schießen die alle auf mich? Wir haben keine Informationen über Feinde im Gebiet. Achso? Rücken zum Sichern vor! Ey, das war unfair. Hätte doch irgendwie überfahren können, den Vogel. Okay. Wir müssen endlich Sektoren sichern. Feind hat Mehrheitskontrolle. Das war jetzt aber unfair. Das war unfair. Das Weicheier. Wir können noch herkommen, mich beleben. Einige unserer Truppen kümmern sich um Bravo 1. Das sind Weicheier. Wir haben Probleme, die Ziele zu kontrollieren, Sir. Neu absetzen. Haben die mich einfach sterben lassen? Das gibt's doch nicht. Das ist ja schon fast Fahnenflucht, was die da machen. Schon wieder. Wir müssen uns jede Minute teuer erkaufen. Ja.
Nicht zur Strafe, nur zur Übung. Alliierte Truppen haben Sektor Bravo eingenommen. Sie greifen eines unserer Ziele an. Ja, ist ja auch keiner mehr hier außer ich. Die meisten Sektoren sind jetzt unter unserer Kontrolle. Langsam schwächen wir sie. Wir müssen nur zusammenhalten. Sterben wir einen Heldentod. Naja. Schauen. Unsere Truppen haben ein Ziel verloren. Ah, mein Freund. So. Sirius, der Chaotenfahrer, ist wieder da. Wow. Oh, das war ein Panzer. Sorry. Ja, ich sehe es ja ein. Mit dem Panzer angreifen ist nichts. Okay. So. Ja, nicht wegrennen. Oh, den wollte ich überfahren. Ich will jetzt wissen, ob das geht. Ich überfahre hier noch jemanden. Jetzt ein Baum. Boah. Na wat? Das ist unfair. Panzer gegen Quad. Aber schießen kann der auch nicht. Boah. Oh oh. Ganz schlechte Idee. Sie haben die Kontrolle über Sektor Bravo übernommen. Wenn Sie jeden Sektor ein. Ich glaube, ich habe die Feinde gefunden. Simulator Battlefield 2042. Wir haben die Kontrolle über ein Ziel verloren. Nicht auf mich schießen, ich bin unbewaffnet. Das war schon der zweite. Das war doch mal episch. Schön im Blumenbeet beerdigt. Passt doch. Habe ich geschossen? Da muss ich hin. Sektor Alpha ist an den Feind gefallen. Da fällt noch ein bisschen mehr an den Feind, habe ich das Gefühl. Sektoren
zu sein. Wir haben Sektor Bravo. Ein Ziel wird angegriffen. Die meisten Sektoren sind jetzt unter Umschlag geworden. Das ist mein Haus. Hier schießt niemand außer ich. Da schwätzen doch schon wieder ein paar Russen hier rum. Gute Nacht. Ciao, ciao. Ich habe hier doch wieder ein paar Russen gehört. Tschüss. Verdammt! Naja. Ich glaube, das mit der Fahne stehen, das haben die nicht so gern. Und ein bisschen Krawall machen. Feindverbände greifen Bravo 1 an. Tut was. Ich kann alleine nicht alles machen. Kommt mir aber fast so vor, ne? Ups. Sektor Bravo ist in Feindeshand. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich bin hier auf der Verliererseite. Habe ich den noch gekriegt?
Слушай мне этих! Мне не нужна помощь! Greifen alle Ziele an, oder? Unsere Truppen haben Sektor Charlie erobert. Die meisten Sektoren sind jetzt unter unserer Kontrolle. Warum sind die bei mir? Der Feind ist in der Defensive. Jetzt nur nicht nachlassen. Oi, oi, oi. Das war unfair. Ja, ja. Aber wieder voll mit der Gatling. Das war unfair. Da kann ich ja nichts machen. Ja, zumindest mache ich mal hier ein paar Kills. Ist ja schon mal etwas. Ui. Jetzt geht's nach Hause, wie versprochen. Gewonnen, okay. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich hätte eher gedacht, dass ich verliere. So, Freunde, Freunde hinzufügen. Wie heißt du? In Origin? Moment. Eddie. Und dann? Und das war's, ne? Und suche ich dich nur. 253. Ja, 2 gibt's, genau. Freundschaftsanfrage senden.
dann keine bekommen. Kann einen Moment auch dauern. Über Origin direkt. Müsste es sein. Spielt jetzt Battlefield. Sehr schön. Frage. Sollte das doch. Müsstest du es starten können eigentlich? Suche im Gange. Weil hier kommen ja noch, glaube ich, zwei dazu. In der Arktis, da friert's mich ja gleich da. Lieber noch einen Schluck Red Bull. Kommt mir nicht in die Quere und versucht Schritt zu halten. Die Russen bohren in der Antarktis seit 10 Jahren nach Öl und heute drehen wir ihnen den Hahn zu. Die Einrichtung muss unter amerikanischer Kontrolle. Russische Truppen sind bereits vor Ort und verfolgen ein ähnliches Ziel. Rechnet also mit heftigem Widerstand. Bringt die Sache in Ordnung. Euer Transporter wartet schon. Grafisch sieht es schon Bombe aus. Unsere Streitkräfte konzentrieren sich jetzt auf uns rein. Der muss ja nur ganz optimiert. Sektor Foxtrot ist jetzt gesichert.
Da hinten ist der Eddie. Ist ja mal wieder typisch, Eddie. Ne? Hinten und dann die Sprüche klopfen. Sektor Bravo wurde vom Gegner eingenommen. Wir müssen endlich Sektoren sichern. Feind hat Mehrheitskontrolle. Das ist ja ein Wandersimulator, ey. Warum können die fliegen? Die nicht erschießen. Also. Das war ein Scharfschütze. Du musst aufpassen, das ist Scharfschütze. Jetzt werde ich neu abgesetzt. Wieder da. Verluste! Verbündeter! Noch haben wir genug Ressourcen, aber das kann sich schnell ändern. F1, glaube ich, ja. Feinde kontrollieren jetzt Sektor Echo. Wenn wir sie nicht aufhalten, nehmen sie jeden Sektor ein. Feindliche Kampfverbände attackieren eines unserer Ziele.
Nord 1 verloren. Feindliche Verbände haben ein Ziel übernommen. Unwetter. Das ist geil. Ich war gerade wieder da. Kopfschuss. Ah, das gibt's ja nicht, ey. Ja, ich bin gerade bei dir wieder gekommen. Bei A1. Komm ich mal zu dir. Alpha 1 wird angegriffen. Weiß auch nicht. Ich bin auf Alpha E gedrückt und bin da gewesen. Verbündete unterwegs zu Alpha 3. Wir sind runter auf 50% Truppenstärke. Scheiße! Eines unserer Ziele wurde angegriffen. Okay, C5 Sprengstoff. Wir haben Sektor Charlie. Aber hat Spaß gemacht. Sie bieten enorme Ressourcen auf, um im Spiel zu bleiben. Die meisten Sektoren sind jetzt unter unserer Kontrolle. Eines unserer Ziele.
dich an! Der Flugabwehr mich wieder reanimieren wollen. Aber warte, das kann nur am Eddie passieren. Egal. Neu. Gehen wir mal zum Eddie. Hier läuft hier die Füße wund, ey. Sie greifen Foxtrot 2 an. Warum ich hier die Füße wund laufe, das will ich auch mal wissen. An mir ist gerade ein feindlicher Kettenpanzer vorbei. Kann ich versuchen, bei mir zu joinen. Phew. Passiert, ne? Voll überfahrende. Ihr müsst sie umlaufen. Ihr habt keine Chance von innen. Raus und umlaufen. Das sind 5 Mann.
Naja, klar. Es ist eh vorbei. Das haben wir verloren, ja. Wir haben für heute genug Truppen verloren. Seid nicht traurig. Manchmal läuft es eben nicht optimal. Ja, Angel, wie man ihn kennt. Ihr solltet doch Schritt halten. Naja. Noch einmal hin. Haben wir zumindest ein paar Punkte gemacht. Ich war auf 3. Na egal. Wenn du willst, können wir noch eine Runde machen. Suche im Gange. Meinst? Okay. Dann schauen wir halt mal. Ich, alter Schwede, gar keine Ahnung, wie man das macht. Es gibt was. Dafür lebe ich. Die USA haben Interesse an einem Datenzentrum in Songdo, Südkorea. Wir glauben, dass dort ein Cyberangriff vorbereitet wird und haben keine diplomatischen Optionen mehr. Ihr müsst die Anlage und die Umgebung sichern. Wenn die Amerikaner versuchen, Boden zu halten, drängt sie zurück. Wir zählen auf euch. Stapler wäre lustig.
Mitten im Krieg, aber Stapler fahren. Alter, was ist denn das für ein Ding? Sie kontrollieren jetzt Sektor Charlie. Was macht denn unser Beachy? Der macht auch irgendwelche Verrenkungen. Verhindert, dass die US-Truppen alle Sektoren erobern. Talent, benutze es! Sektor Alpha ist jetzt sicher.
attackieren Bravo 1. Ziel Bravo 2. Wir kontrollieren die meisten Sektoren des Schlachtfeldes. Sektor Charlie unter Kontrolle.
Feind gefallen. Verhindert, dass die US-Truppen alle Sektoren erobern. Sturm. Wir haben die Hälfte unserer Verstärkung unterbrochen. Hat's mich halt mal wieder erwischt, aber ich habe noch einen mit erwischt. Thank you.
das Sieg? Geht doch, ne? Lief gar nicht schlecht, aber ich will nicht angeben. Kann gut sein, ja. Ich war im Geschütz mit den Raketen. Seid ihr wirklich überrascht? Ich habe halt auf alles, was rot ist, halt mal geschossen, ne? Oh Mann. Jo. Würde ich mal sagen, beenden wir das Ganze. Bedanke mich fürs Zuschauen an den Chat. Und dann vielleicht mal im nächsten Stream wieder. Dann schauen wir mal, ob wir da weiterkommen. Also dann, bis dann. Ciao, ciao und schaut wieder rein, wenn ich online bin.